Das Familienzentrum in Radebeul ist ein eingetragener Verein mit ganz verschiedenen Projekten, die anfangen bei der Ausbildung von Kindertagesmüttern und Vermittlung von Kindertagesmüttern, über Projekte für erwachsene Menschen, über eine Seniorenbegegnungsstätte bis hin zum speziellen Bereich Demenz und Pflege. Gleichzeitig haben wir aber das große Netz der Ehrenamtlichen, wo wir auch ganz konkret Unterstützung in den Familien anbieten können, wo also beispielsweise ein Seniorenbegleiter jede Woche für 2 oder 3 Stunden hingeht. Für mich bedeutet das Engagement hier, dass ich mich mit meinen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ich mitbringe, dafür einsetzen kann, eine Gruppe von 14 Menschen zu begleiten und deren Engagement dann wieder wertzuschätzen. Also das ist ein Geben und Nehmen für mich auf beiden Seiten. Heute ist hier das Sommerfest für die Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Das findet einmal im Jahr statt. Das eine ist halt, dass es einen großen Zusammenhalt gibt zwischen den Angehörigen untereinander, die sich beispielsweise auch in der Angehörigengruppe treffen. Andererseits ist so ein Fest aber auch eine Möglichkeit für Ehepaare oder auch für pflegende Angehörige generell, den Menschen mit Demenz wieder als ganz kompetent in seiner Rolle zu erleben. Das ist schon hilfreich, wenn man andere Angehörige auch mal so sprechen kann. So, liebe Gäste, die Eva hat sich ein Quiz noch ausgedacht. Und wem das zu klein ist zum Lesen, für den lese ich das gerne jetzt noch mal vor. Die Alpakas, die zur Tür reinkommen, die kommen aus Südamerika, Italien, aus Norwegen oder aus Coswig. Ich bin die Frau Sprenger und das sind zwei von meinen 5 Alpakas. Das ist der kleine Cheyenne. Und das ist der Hanami. Also die Alpakas geben Aufmerksamkeit. Die schauen den Menschen direkt in die Augen, auch den alten Menschen. Und da bleiben die ganz ruhig. Und dann natürlich auch das Taktile, die greifen ins Fell und das ist mindestens so tief. Hast du die Alpakas gestreichelt? Naja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Als die vorbeigegangen sind, die haben ja so ein dickes Fell. Was schimpfst du denn, Egon? Und sie sehen auch, wie gut es den Leuten tut, dieses Tier zu streicheln. Und plötzlich reden Menschen wieder, die sonst ganz wenig zu sagen haben, die innerlich verstummen. Da erstaunen die Partner dann nur, was da wieder für Gespräche zustande kommen. Und trotzdem scheint sich also nicht nur das Taktile zu verbessern und die Aufmerksamkeit, sondern die haben dann wieder was zu erzählen. Dann wieder was, wenn die Enkelkinder kommen, was zu reden. Das macht unheimlich viel aus. Für uns ist es wichtig, Inseln der Normalität zu schaffen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. Weil wenn jemand plant, wie er alt wird, dann plant er oft und sagt, im Alter mache ich ganz viele Reisen oder wir werden ganz viel mit den Enkeln unternehmen oder wir machen es uns im Garten gemütlich. Aber niemand plant, dass er pflegebedürftig wird, sondern das passiert dann einfach. Und das Leben dann trotzdem zu bewältigen, ist gerade für Ehepaare eine ganz, ganz schwierige Situation. Erfolge lassen sich natürlich in dieser Krankheit nie an Sekunden oder an Minuten oder an Tagen messen. Es ist der Moment. Sie sind jetzt in dem Moment glücklich und es ist möglich, dass Sie das in einer Stunde wieder vergessen haben, dass Sie hier waren. Aber für den Angehörigen ist es wichtig, dass dieser Moment des Glücklichseins überhaupt stattgefunden hat. Es war sehr schön, unterhaltsam. Ja, vor allen Dingen, weil sie sonst gar nicht mehr zu Hause rauskommt. Ich wünsche mir, dass wir hier in Radebeul Bedingungen schaffen können, wo Menschen mit Demenz so lange wie möglich zu Hause leben können und wo Angehörige Unterstützung erfahren und auch in Anspruch nehmen.